wir unseren 3D-Scan zu einem fertigen Modell. Hierzu erstellen wir erst einmal ein Grobmodell aus den Bildern, reinigen dann dieses Modell von überflüssigen Scanergebnissen und verändern es nach unseren Wünschen. Aus den Fotos des Wenzel wird zuerst eine dichte Punktewolke errechnet. Das Programm hat erkannt, wo der Fotograf gestanden hat, dargestellt an den blauen Quadraten. Es wurden insgesamt 40 Fotos berücksichtigt und das alles kostenfrei umgesetzt in einem Open-Source-Programm. Diese dichten Punkte werden nun miteinander verbunden zu einem Gittergewebe, einem sogenannten Mesh. Je dichter das Gitternetz ist, desto genauer kann die Oberfläche dargestellt werden. Abschließend wird nun dieses Mesh mit einer Fototextur versehen, um es anschaulicher zu machen. Blendet man die Fototextur aus, ist die Oberfläche zu erkennen, so wie sie 3D gedruckt werden würde. Hier sieht man, dass an einigen Stellen noch geglättet und korrigiert werden muss. Bei der Uta von Naumburg wiederholen sich diese Arbeitsschritte. Zuerst Erstellung einer dichten Punktewolke. Hier wurde auf zwei unterschiedlichen Höhen gescannt, um bessere Ergebnisse zu bekommen, wie die blauen Quadrate verdeutlichen. Als zweiten Schritt werden auch hier die Punkte zu einem Gittergewebe verbunden, dem sogenannten Mesh. Legt man nun noch die Textur über das Gittergewebe, ergibt sich ein überraschend hochwertiges Ergebnis. Nun wurde die Uta von Naumburg noch von störendem Terrain, wie beistehenden Säulen, gereinigt, um sie besser 3D druckbar zu machen. Blendet man die Textur jedoch aus, so zeigt sich, dass an einigen Stellen, wie dem Faltenwurf, noch automatisiert geglättet werden muss. Auch mit dem Händler aus Halle wurde zuerst mit den gemachten Fotos eine dichte Punktewolke erstellt. Das sich aus der Wolke ergebende Gittergewebe, das Mesh, war trotz geringer Fotoanzahl von 46 relativ eng. Auch hier wieder betont, die Umsetzung kostenfrei in einem Open-Source-Programm. Die sich ergebende Hülle für den 3D-Druck war vor allem auf der Rückseite sehr gut gelungen. Siehe Faltenwurf, eine Folge der tiefer stehenden Sonne, die auf den Rücken der Statue schien. Tipp, bewölkter Himmel liefert gute Ergebnisse für alle Seiten einer Statue. Lust auf angeleitete Erfassung deiner ganz persönlichen Objekte? Dann melde dich bei uns für einen Kurs an.